Heute geht es in die Berge, an einen See in Österreich, zur Achenseebahn. Die Aufnahmen sind aus dem Archiv, denn die Bahn fährt leider nicht mehr. Bei der Achenseebahn handelt es sich um eine Zahnradbahn mit Meterspur. Die Strecke führt von Jenbach bis Seespitz am südlichen Ufer des Sees. Dabei legte die Bahn rund 400 Höhenmeter zurück. Die Streckenlänge betrug 6,8 Kilometer. Seit 1889 wurden Touristen mit der Achenseebahn transportiert. Damals war die Strecke noch etwas kürzer, denn die Meterspurstrecke endete einige hundert Meter früher als heute. Die Fahrgäste mussten dann in eine Schleppbahn mit 600 mm Spurweite umsteigen. Ja. 1916 ließ die österreichische Militärverwaltung die Schleppbahn auf 1000 mm erweitern. Doch ein großer Vorteil war das nicht, denn dort durften keine Züge der Achenseebahn fahren. Das änderte sich erst 1929, als die Gleise endlich von der Achenseebahn gekauft werden konnten. Wie überall wurde auch an der Strecke immer wieder gebaut und es kamen neue Haltepunkte hinzu. Seit 2018 ging es allerdings wortwörtlich bergab, bis die Achenseebahn schließlich im Frühjahr 2020 Insolvenz anmelden musste. Wie es mit der Bahn weitergeht, ist noch ungewiss. Startbahnhof der Achenseebahn ist Jenbach. Das ist übrigens der einzige Bahnhof in Österreich mit drei unterschiedlichen Spurweiten. Hier gibt es die normalspurige ÖBB, die Zillertalbahn mit 760 mm und die Achenseebahn. Zwischen Jenbach und Eben verläuft die Zahnradstrecke. Auf dieser Strecke ist die Lok übrigens immer auf der Talseite des Zuges. Zwischen Eben und Seespitz befindet sich die Lok dann wieder an der Spitze des Zuges. Und in Seespitz konnten die Passagiere aufs Schiff umsteigen. Zu Beginn des Bahnbetriebes gab es vier Dampflokomotiven, von denen jedoch eine nach dem Zweiten Weltkrieg als Ersatzteilspender diente.
Die verbliebenen drei gelten als älteste Zahnradlokomotiven Österreichs. Ein Zug besteht normalerweise aus einem offenen und einem geschlossenen Wagen. Es gibt auch Güterwagen. Die werden allerdings nur noch für innerbetriebliche Transporte genutzt. Früher war der Gütertransport viel wichtiger. Es wurde vor allem Holz aus den Wäldern am See transportiert. Kennt ihr die Bahn? Oder seid ihr sogar schon mal mitgefahren? Schreibt's gerne in die Kommentare.